Ja, meine Damen und Herren, ich kann die innere Aufgewühltheit natürlich vollkommen verstehen. Mein Name ist Ellen Überscheer, ich bin Vorständin dieser Stiftung. Aber ich darf jetzt doch alle bitten, die noch keinen Platz gefunden haben, sich einen solchen zu suchen. Und dann beginnen wir, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, liebe Gäste, ich freue mich, Sie hier so zahlreich an diesen ernsten und politisch äußerst angespannten Tagen bei uns in der Böll-Stiftung begrüßen zu dürfen. Maidan, die Ukraine und Europa 5 Jahre danach. Das war unsere Idee zu einer Veranstaltung. Lassen Sie mich aber, bevor ich erkläre, was aus dieser Idee geworden ist, mit einer Entschuldigung beginnen. Wir hatten eine technische Havarie und dieser ist leider unser übliches, extrem gut und reibungslos funktionierendes Dolmetschungssystem zum Opfer gefallen. Deshalb werden wir nur Deutsch und Englisch simultan übersetzen können mit einer Behelfsanlage. Aber unsere Dolmetscherinnen für Ukrainisch sind auch im Saal und werden in der Diskussion, wenn sie sich auf Ukrainisch äußern wollen, sie dann gerne konsekutiv übersetzen. Wir bitten, das sehr zu entschuldigen. Als wir diese Veranstaltung planten, sahen wir die Entwicklungen an der Meerenge von Kertsch mit Besorgnis. Wir sahen, wie sich die militärische Lage zuspitzte, die wirtschaftliche und infrastrukturelle Lage für die Häfen von Mariupol und Berdjansk sich immer mehr verschärfte. Aber wir rechneten nicht jetzt mit dieser provokativen Verschärfung der Situation. Deshalb war die Idee dieses Abends in Kooperation mit vielen, die in und mit der Ukraine arbeiten, einen Rückblick auf die späten Novembertage des Jahres 2013 in Kiew zu wagen, Bilanz zu ziehen und in die Zukunft zu blicken. Die Eskalation der Spannungen am Asowschen Meer am Sonntag und das gestern in der Werchowna Rada für 30 Tage verhängte Kriegsrecht lassen uns aber keine andere Wahl, dieses auch hier heute Abend zum Thema zu machen. Zwei problematischen Entwicklungen sehen wir uns gegenüber, die werden wir diskutieren. Zum einen natürlich die militärische Eskalation der Situation, die wir jetzt schon haben, ist möglicherweise nicht wahrscheinlich, aber wir wissen, wie schnell sich spontane Handlungen Einzelner dahin steigern können. Wir hoffen und wir fordern auf, dass die vom russischen Militär festgehaltenen und teilweise offenbar verletzten ukrainischen Marineangehörigen freigelassen werden und die Schiffe zurückgegeben werden. Ich bin froh und habe es auch nicht anders erwartet, als dass der UN-Sicherheitsrat die russische Interpretation zurückgewiesen hat. Das zweite Problem, die zweite Entwicklung ist natürlich, dass wir in Sorge sind um die möglichen Konsequenzen für die Stabilisierung der Ukraine insgesamt. Das Kriegsrecht in den an Russland und das Schwarze bzw. das Asowsche Meer angrenzenden Regionen ist potenziell mit Einschränkungen von Freiheitsrechten verbunden. Insbesondere im Vorfeld der Wahlen im kommenden Jahr ergeben sich natürlich zusätzliche Risiken der Aushebelung demokratischer Prozesse im Land. Wir haben uns also entschlossen, unser Programm umzustellen und die erste Diskussion, die Walter Kaufmann, unser Referatsleiter für Süd- und Südosteuropa, moderieren wird, zunächst den Ereignissen der letzten Tage zu widmen. Gern hätten wir diese Fragen auch mit Angelina Kariakina diskutiert, die ihr Kommen aber wegen der Krise absagen musste. Und in einem zweiten Teil werden wir uns dann mit der Bilanz des Maidan befassen. Denn eines ist klar, die Heinrich-Böll-Stiftung steht gemeinsam mit vielen anderen ganz nah an der Seite des harten, aber einzig zukunftstauglichen Weg der Demokratisierung und Europäisierung der Ukraine. Und wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln weiterhin Akteure, Gruppierungen und Menschen unterstützen, die es verdient haben, Erfolg zu haben mit ihrem Kampf um eine funktionierende Demokratie, um einen Rechtsstaat
um Meinungsfreiheit und ein verlässliches, korruptionsfreies parlamentarisches System. Der Weg ist weit und steinig, aber er lohnt sich und er begann vor 5 Jahren. Am 21. November 2013, nur Stunden nach der Ankündigung der damaligen ukrainischen Regierung, das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterzeichnen zu wollen, versammelten sich auf dem Maidan in Kiew um die 2000 Menschen zunächst, um dagegen zu protestieren. Und der erste Aufruf zu den Protesten stammte von einem unserer heutigen Gäste, Mustafa Nadjem, auf dessen Facebook-Seite. Und wir freuen uns sehr, dass er es eingerichtet hat, heute hier zu sein. Vielen Dank, Mustafa. Daraus entstanden in den folgenden Tagen und Wochen die Maidan-Bewegung und die Revolution der Würde, die zum Schlüsselmoment im kollektiven Gedächtnis der Ukraine und zum Beginn einer neuen politischen Zeitrechnung wurde. Aber was kann das Vermächtnis des Maidan sein? Faktisch war die Bewegung erfolgreich. Es kam zum Machtwechsel, es kam zu Neuwahlen, das Abkommen ist in Kraft, die europäische Orientierung der Ukraine steht nicht in Frage und wir könnten sagen, Maidan, das ist Geschichte. Aber bei näherer Betrachtung fühlt sich die Revolution der Würde noch so an, als wäre sie mitten im Gange. Denn über 100 Menschen, die auf dem Maidan ihr Leben für eine freiere Ukraine ließen, blieben leider nicht die einzigen, sondern es folgten über 10.000 weitere Tote. Und der Krieg im Osten des Landes geht noch immer weiter. Der quasi über Nacht Einverleibung der Krim durch Russland folgte mit dem hybriden Krieg die Infragestellung der selbstständigen ukrainischen Staatlichkeit insgesamt. Vor das Bestreben des Maidans, das ukrainische Gemeinwesen zu verändern, drängte sich die Frage des Bestandes des Landes überhaupt und hat sich mit den Ereignissen der letzten Tage verschärft. Dieser Konflikt hat das Erbe der Ereignisse maßgeblich geprägt und nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa verändert. In diesen Novembertagen vor 5 Jahren war alles das noch nicht absehbar. Mehrmals schien es, als würden die Demonstrationen abebben, bis die Einheiten von Janukowitschs Sicherheitskräften mit überzogenem Gewalteinsatz gegen Proteste oder Entführungen und Folter von Aktivistinnen wieder neue Demonstrantinnen auf den Plan riefen und die Empörung über das kleptokratische Regime steigerten. Vor seinem furchtbar blutigen Finale war der Maidan zu einer beeindruckenden Massenbewegung gewachsen, einem Zeugnis gesellschaftlicher Selbstorganisation. Aus allen Landesteilen, aus allen Altersgruppen versammelten sich Menschen, wechselten sich ab, hielten durch für den Wandel, für eine neue Ukraine. Was ist daraus geworden? Viel Veränderung ist in Gang gekommen. Wichtige Reformen wurden eingeleitet im Bankenwesen, in den Kommunalverwaltungen, bei der Polizei, in der Energiewirtschaft. Es gibt kaum einen Bereich, der nicht fundamentale Veränderungen erfahren hätte. Und vor allen Dingen hat sich eine starke Zivilgesellschaft herausgebildet, die die Politik von außerhalb des Parlaments mitgestaltet und kontrolliert. Aber klar scheint auch, der Kampf für die Würde und ein demokratisches Gemeinwesen muss noch immer nahezu täglich fortgeführt werden. Die Kräfte des alten Herrschaftssystems sind sehr präsent. Die Ukraine steht vor einem schwierigen Wahljahr 2019. Und in den Kampagnen wird es auch um die Deutungshoheit über das Erbe des Maidan geben. Und deshalb ist es, liebe Freundinnen und Freunde, ein ganz besonderes Zeichen der Demokratiefähigkeit der Ukraine, dass es gelungen ist, gemeinsam im Parlament die Entscheidung zu fällen, die gestern Abend gefällt wurde, in der Situation des Wahlkampfes. Deshalb ist unsere Tagung heute auch nicht nur ein zeitgeschichtlicher Rückblick, sondern der Versuch einer Bilanz, wie nachhaltig der Maidan die Gesellschaft verändert hat. Und ein Zeichen der Unterstützung des demokratischen Reformweges und der Solidarität mit den Akteuren des Wandels. Auch wenn die Europäische Union zweifellos einiges an Unterstützung für die Ukraine in die Wege geleitet hat, aber
Ich glaube, wir müssen konstatieren, dass die den Maidan tragenden Hoffnungen auf das freie und rechtsstaatliche Europa inzwischen verflogen sind. Dennoch bleibt die EU heute mindestens so gefordert wie 2013, den Weg des demokratischen Wandels, der in den Mühen der Ebene, wie Bert Brecht gesagt hätte, angekommen ist, weiter zu unterstützen, und zwar aus eigenem Interesse an einer friedlichen und prosperierenden Nachbarschaft. Als Böll-Stiftung wollen wir unseren Teil dazu beitragen, die demokratischen Kräfte aus der Europäischen Union und ihrer Nachbarschaft zusammenzuführen, mit und voneinander zu lernen und gemeinsam populistischen Gefährdungen der Demokratie entgegenzutreten. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen allen, dass Sie bereit sind, mit uns hier heute intensiv zu diskutieren, dass Sie gekommen sind. Und ich möchte mich natürlich vor allen Dingen bei den Sprecherinnen und Sprechern der Panels bedanken, die sich auf die spontanen Veränderungen des Programmes auch eingelassen haben. Ich danke der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, dem Forschungsnetzwerk Osteuropa Prisma Ukraina sowie dem Zentrum Liberale Moderne für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Zustandekommen dieser Veranstaltung hier. Und ich wünsche uns eine fruchtbringende und ertragreiche Diskussion, die wir dann bei Live-Musik und einem geselligen Ausklang des Abends in unserer Cafeteria beschließen werden. Und jetzt habe ich die große Freude, an Andrei Portnov übergeben zu können, der in Frankfurt an der Oder Professor für ukrainische Geschichte ist. Und ich wünsche Ihnen und uns einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, дорогі колеги, das muss man nicht übersetzen. Ich freue mich sehr auf diese Möglichkeit, Sie alle heute in dem Namen von unser Prisma Ukraina Forschungsverbund bei der gemeinsamen Veranstaltung mit Heinrich-Böll-Stiftung, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde und Zentrum Liberale Moderne zu begrüßen. Ich möchte zwei Sätze über unser Prisma Ukraina jetzt sagen, weil ich glaube, nicht alle wissen, was das ist. Also dieses Projekt war auch in der Zeit des Maidans geboren. Deshalb Maidan ist so uns wichtig, ja. Und es bringt verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Berlin und Brandenburg, die sich mit Ukraine, Russland, Polen, Osteuropa, Balkanische Halbinsel zusammengearbeitet. Das allgemeine Ziel unseres interdisziplinären Forschungsverbunds ist es, hochwertige transregionale Forschung in Bezug auf die Ukraine und andere Länder der osteuropäischen Region zu fördern und sie im Berliner Wissenschaftsraum einzubinden. Das ist sehr wichtig. Also Prisma hat ein Fellowships-Programm und unsere aktuelle Fellow Frau Mischenko ist heute auf dem Podium und wir sind besonders stolz darauf, natürlich. Und wir organisieren auch Winter- und Sommerakademien für Nachwuchswissenschaftlerinnen in Berlin, Bukarest, nächstes Jahr in Dnipro, in der Ukraine. Vortragsreihen, Workshops, Konferenzen. Zum Beispiel im Juni 2018 haben wir gemeinsam mit DGO eine Konferenz, das heißt At Home Jews and Muslims in Eastern Europe, organisiert. Und das Thema heute heißt Maidan, die Ukraine und Europa 5 Jahre danach. 5 Jahre, das ist schwer für mich auch zu glauben, weil ich selbst eigentlich seit 2012 in Deutschland unterrichte, forsche und ja, alle möglichen Sachen gemacht habe. Okay, der Maidan wurde zu dem Versuch, eine neue Ukraine zu imaginieren. Mindestens das war mein Eindruck damals und das ist immer so geblieben. In diesen Vorstellungen spielte der positive Mythos von Europa als einem Ort der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte, der Meinungsfreiheit, der Freizügigkeit und des Wohlstandes eine große Rolle. Der Mythos von Europa. Und es war eine tragische Ironie der Geschichte, dass sich der Maidan an eine Europäische Union wandte, die es so nicht mehr gab. Und das hat meine Kollegin schon auch mehr oder weniger erwähnt. Was noch wichtig ist, von 1991 bis 2013 war die ukrainische politische Entwicklung eher friedlich.
Niemand wurde bei Massenprotesten getötet. Auf dem letzten Maidan jedoch eskalierte die Konfrontation zwischen Demonstranten und Regierung und wurde gewalttätig. Ich erinnere mich auch sehr gut an diesem Tag, 22. Januar, zum ersten Mal ein Mensch auf dem Maidan getötet wurde. Danach kommt die Annexion der Krim und der Krieg im Donbass mit mehr als 10.000 von Toten und mehr als 1 Million Flüchtlingen. Und dieser Krieg ist nicht zu Ende. Eigentlich die aktuellsten Entwicklungen sind die beste Bestätigung dafür. Was braucht man, um diese Entwicklungen kompetent zu analysieren? Territorial größer als jeder EU-Mitgliedstaat stellt die Ukraine eine komplexe und pluralistische Gesellschaft dar, die sich der Außenwelt bisher anscheinend noch nicht erklären konnte. Das bleibt ein großes Problem. Dazu brauchen wir tieferes historisches Wissen, mehr transregionale und transnationale Analysen, mehr gemeinsame interdisziplinäre Forschungsprojekte und bessere Sprachenkompetenz. Das alles versuchen wir jetzt an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt-Oder, an der Uni Potsdam und im Prisma Ukraine weiterzuentwickeln. Ich wünsche uns alle eine interessante, kompetente, verantwortliche und hitzige Diskussion heute. Vielen, vielen Dank. Und jetzt lade ich meinen Kollegen und Freund Walter Kaufmann, um ein erstes Panel zu moderieren. Vielen, vielen Dank. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Auch ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen heute Abend den Weg zu uns gefunden haben. Wie schon erwähnt worden ist von Ellen Überscheer, haben wir das Programm gestern kurzfristig umgestellt. Statt zwei Podien, die sich sozusagen reflexiv beschäftigen mit den 5 Jahren seit dem November 2013, beschäftigt sich dieses erste Podium mit den letzten Tagen, mit gestern und den 2 Tagen davor, um zu verstehen, was ist aktuell passiert in der Ukraine, was ist die außenpolitische, die militärische, die sicherheitspolitische Dimension der Ereignisse an der Straße von Kertsch, aber auch, was ist die innenpolitische Dimension für die Ukraine und in der Ukraine der Entscheidungen, die gestern gefallen sind. Wie Sie wissen, ist gestern mit Zustimmung des ukrainischen Parlaments das Kriegsrecht für die an Russland angrenzenden östlichen Regionen des Landes verhängt worden. Allerdings in ganz anderer Form als das von Präsident Poroschenko gefordert und erwartet wurde. Darüber werden wir gleich sprechen. Ich freue mich, dass unsere Panelisten kurzfristig bereit waren, sich auf diese neue Situation einzustellen. Ich selbst war als Moderator dieser Veranstaltung nicht vorgesehen, aber ich mache das gerne und ich fühle mich sehr wohl in dieser Runde hier vorne. Als ich gestern Montag die Zeitung aufschlug, sah ich die Überschrift Angst vor einem neuen russisch-ukrainischen Krieg. Und ich habe mich wirklich sehr gewundert, hat da jemand nicht mitbekommen, dass es diesen Krieg seit 5 Jahren bereits gibt, dass er weiterhin völlig ungelöst ist? Oder habe ich irgendeinen Friedensschluss nicht mitbekommen? So als wäre das, was jetzt passiert ist an der Straße von Kertsch, aus heiterem Himmel
passiert. Eine plötzliche Eskalation, eine plötzliche Konfrontation, die offenbar nicht vorhersehbar war. Das illustriert, glaube ich, in vielem den Zustand der deutschen Öffentlichkeit, der doch sehr gerne angesichts der vielen komplexen Probleme, mit denen sich Deutschland konfrontiert sieht, immer wieder gerne ausblendet, was im Osten der Ukraine passiert und was dauerhaft und kontinuierlich dort passiert. Deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir die Ereignisse der letzten Tage einreihen in die Ereignisse der letzten 5 Jahre. Sie stehen nicht isoliert da und deswegen passt auch die Auseinandersetzung mit den letzten 3 Tagen sehr gut in einen Kontext der Auseinandersetzung mit den letzten 5 Jahren. Ich freue mich sehr, dafür dieses sehr illustre Panel vorstellen zu dürfen. Ich beginne mit Ladies First, Marie-Louise Beck, die ich hier vielleicht am wenigsten vorstellen muss, als gern gesehenen, häufigen Gast in diesen Hallen. Marie-Louise war bis 2017 osteuropapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, langjährige Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, Kämpferin für die ukrainische Demokratie seit vielen Jahren, auch in ihrer neuen Rolle als Mitgründerin des Zentrums für die liberale Moderne, wo sie die Ukraine-Arbeit des Zentrums und das Projekt Ukraine verstehen leitet. Und Marie-Louise ist gerade gestern aus Kiew zurückgekommen und wird uns hier berichten von ihren allerjüngsten Eindrücken. Neben mir, auch Ihnen muss ich kaum vorstellen, schon weil er auch schon vorgestellt worden ist, von Ellen Überscheer, Mustafa Nayem. Er ist in gewisser Weise vielleicht Stargast jeder Veranstaltung, die sich um 5 Jahre Maidan kümmert, weil, wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen wissen, war es vor allen Dingen seine Facebook-Posts im November 2013, die Initialzündung gegeben haben zu dem, was der Euromaidan wurde. Als klar wurde, Janukowitsch unterschreibt das Abkommen nicht, auch nicht in Vilnius, bei dem Gipfel der östlichen Partnerschaft, war Mustafa der Erste, der Post absetzt und sagte, kommt Leute, lasst uns auf die Straße gehen. Lasst uns das gewaltfrei machen, lasst uns das intelligent machen, aber lasst uns unseren Protest zum Ausdruck bringen. Was daraus geworden ist, das ist Gegenstand heute Abend. Aus Mustafa ist vom investigativen Journalist ein wichtiger Parlamentarier geworden. Erst im Block Poroschenko, dann hat er, glaube ich, 2016 die Fraktion verlassen, ist jetzt fraktionsloser Abgeordneter und gehört der Partei Demokratische Allianz an. Herzlich willkommen, Mustafa. Zu meiner Rechten sitzt Arkadi Ostrowski, seit über 2 Jahrzehnten, glaube ich, einer der wichtigsten westlichen Spezialisten und Korrespondenten und Journalisten zum Osteuropa, insbesondere zu Russland und Ukraine. Die letzten 10 Jahre für den Economist in London, davor für die Financial Times. Und wir freuen uns sehr, seine Expertise heute in Bezug auf das, was gerade aktuell passiert, hier haben zu können. Herzlich willkommen. Und last but not least, Andrei Waskowitz. Er ist Journalist, der früher auch für in Deutschland, für ukrainische und deutsche Medien gearbeitet hat, aber seit 2001 für Caritas Ukraine arbeitet, seit 2003 Präsident von Caritas Ukraine ist und der es geschafft hat, die Arbeit von Caritas nicht nur humanitär, sondern auch, ich würde sagen, gesellschaftspolitisch auf eine ganz andere Bedeutungsebene zu hieven in den vielen Jahren seiner Amtszeit und der insbesondere als Spezialist zu dem humanitären Lage und zu den Ereignissen im Osten der Ukraine sich auch hier in Berlin schon vielfach einen Namen gemacht hat. Herzlich willkommen. Mustafa, ich würde gerne mit dir beginnen. Gestern hat das Parlament nach vielstündiger Debatte das Kriegsrecht verabschiedet für einen Teil der Ukraine. Ein historischer Tag. Ich will das ohne positive oder negative Bewertung sagen, aber auf jeden Fall ein historischer Tag. Es ist ja eigentlich eine sehr, sehr sorgenvolle
besorgniserregende Situation, wenn das Kriegsrecht eingeführt wird in einem Land. Vorhin in unserem ersten Gespräch sagtest du, du bist sehr zufrieden mit dem gestrigen Tag. Warum? Was ist passiert gestern? Thank you very much. First of all, thank you for having me, for inviting, for opportunity to talk to you. Yes, you're right that yesterday we actually voted and adopted the proposition of President and our Council of Security about martial law. And I would describe the emotions and atmosphere were in Kyiv just 2 days before, and then you understand what happened and is it positive or negative. When we faced this very clear act of aggression of Russian Federation, it was big, you know, emotional stress for whole our country. Many of our friends remember the days of 2014 when Crimea was annexed, and actually we didn't do nothing with that. We didn't have any kind of opportunity to answer, because country was in, after revolution, country was in war. We didn't have proper government which can answer this challenge. And that kind of maybe several hours, 3 or 5 hours, maybe 7 hours, whole country was stressed and everyone, you know, waited what will happen. Will we again keep silence and listen to our partners that will say us that you should be tolerant and you should do nothing? Or will something change in our country and in 4 years we can answer somehow? And then you know that we had a meeting of Council of Security and National Security, and they decided to impose martial law. And that is the other pole of this problem, because martial law in our country, this is very tough regime which imposes big restrictions for human rights and many others, other changings which is not, you know, which is not acceptable for many people after 2013. I mean about freedom of assemblies, freedom of speech, freedom of movement, and etc. And of course, all this night from 25 to 26, whole country and politicians and experts and civil society in media was living between two poles. What are we going to do? And I would be frank that many people had very, very big concerns. Are we have problem of president which can use the situation to make his power much more powerful? You can use against people, against society, against country. Or we should support him and should support country without any conditions, because we had this problem in 2014. And the thing which happened in parliament, that is real answer what changed in Ukraine for last 5 years. It was first time in our country when president asked parliament for something in very, very, very important moment, historical moment. And parliament said, you know, yes, we agree with that, but. And this but, that is consequence of Euromaidan. This but is what we did for last 5 years. Because 5 years ago, we was not able to say no or but nothing against president. Because president could do something terrible, and he could impose anything. So from my point of view, yesterday's events in parliament, of course they don't look beautiful. Of course it's very, you know, weird when countries under attack and politicians are trying to discuss it. And of course on TV screens it doesn't look, you know, something like in movie. But what we have eventually is that parliament, government, president, civil society, media, all of us united around one issue. We have threatened, and this threat is for country, and from the other side, we have threatened for civil society and human rights. And we decided, first of all, we refused to impose martial law on whole country, which is very, very important. The second, we restricted the term
of martial law from 60 days to 30 days, which is very important because it allows to start parliament election process for presidential election. And it's not about politics. When we are saying about presidential election, we say about democracy, not about someone's ambitions. Of course it's about ambition, it's policy. Of course Timoshenko and Poroshenko and all other candidates fight for that, but this is about democracy. Now we know, and we forced president, we forced his team that look, of course we have threatened from Russia, we have this aggression, but we have to have election 31st March 2019 anyway. So from my point of view, yesterday it was a historical day for Ukraine. And we really did, I would say, historical things which we waited for many years before. We united country around country. We united country not because a president asked, not because he forced parliament, and not because parliament forced president. It was consensus, it was agreement, and we achieved it. That is my point of view, what happened in Ukraine yesterday. But again, and what I say that it doesn't look beautiful, but tell me in which country these days politicians looks beautiful. If you show me this country, I will agree with you that Ukraine is the last one. As I see, during this crisis, we made this very great way. Having all these politicians from all elites with all the sins, with all their ambitions, with all their, you know, kind of weaknesses. But again, we did it. Thank you. Vielen Dank. Das ist tatsächlich eine Rückfrage. Would you take your earphones? Just one more question. Es ist tatsächlich das, was sich sicher verändert hat. Ich glaube, dass Mustafa das ukrainische Parlament lobt, ist, glaube ich, auch eine neue Erscheinung. Eine Rückfrage. Einmal, was genau soll das Martial Law, was soll das Kriegsrecht bewirken? Was ist sozusagen die Erwartung? Wozu soll das gut sein? Und die zweite Rückfrage, die hat mit den Wahlen zu tun. Warum, wenn ich jetzt Putin wäre, dann würde ich mir überlegen, naja gut, dann so um den 15. Januar rum mache ich die nächste Aktion, die nächste Provokation. Wenn ich die demokratischen Prozesse in der Ukraine dauerhaft destabilisieren will, naja, dann halt stückchenweise. Also gibt es irgendwelche Überlegungen in Bezug darauf? Let's be honest, there is no legislation or draft law or some votings in the parliament which will solve any kind of war. We cannot solve this problem just voting in parliament or by law. But what we can do, first of all, for 5 years, our military forces, they are not protected by law. Because you know and I know that we had all these days war, real war. We had 10,000 people died not because of, you know, illness. They died on front line. So all these days we had war, but our military forces by law was not protected. For example, they had to do something on the front line which is not allowed by law, but they did it because we cannot announce war. And I'm not president and I can say it frankly, we cannot do that. Because if we announce war, everything changed. We remember Georgia. I don't want to have the same problem in my country. From the other side, as I know from sources in our military forces and secret services, these times, all these 30 days will be used for our military forces, for government, to train all this machine and preparing for any kind of attacks. Just imagine this, that now we don't have martial law on all territories, just 10 regions which is bordered with Russia. So on all these regions, government and military forces and local governments, they will use this law to be prepared. They use all resources on the ground, all authorities, to be prepared for any kind of attacks. What will happen if, for example, Mr. Putin will attack us in I don't know, 25th of December? You know, we will do the same thing we did before. We will defend ourselves. We will attack the way we can do it. And we will gather again parliament and resolve what to do that. But anyway,
from the geopolitical point of view, from the point of view of our partners, I think that it is very, very important to stress now that it's first evidence when Russia agreed and recognized they actually did it and they actually attacked our forces. You know, as lawyer says, there are two kinds of truths. One you can prove, the other we cannot prove. We couldn't prove that Russians are in Donetsk. They refused it. Now they named themselves as aggressors. So for me, it is important to stress by our law, by our government and parliament that, look, they did it and we react. We cannot say, you know, they attacked us, please help us. We should do something with that. What we can do? Attack them, announce war, or impose martial law. And I think that is much more useful now to stress that. And I think for the future, we will resolve this problem when we'll have this problem. That's it. Dankeschön. Marie-Louise, du hast die letzten Tage in Kiew verbracht, unter anderem, glaube ich, zu Ereignissen rund um den Jahrestag. Einmal Beobachtungen aus den Gesprächen in Kiew und zum anderen Beobachtungen jetzt nach der Rückkehr nach Berlin, Reaktionen auf die Ereignisse dort. Wie sind deine Eindrücke? Ich war vor allen Dingen wegen des 85. Gedenktages zum Holodomor in Kiew und es ist ja immer noch so, dass wir in Deutschland große Zweifel haben an der Aufrichtigkeit der Reform- und Bürgerbewegung in der Ukraine. Ich habe das sehr stark mit Menschen auch aus dem Kulturbereich, mit denen, die ich versuche, in die Ukraine zu bringen und wo es zwei Fragen gibt. Die erste Frage ist, ist es nicht gefährlich? Und die zweite Frage ist, na ja, und diese ganzen rechten Kräfte, die es da gibt. Und da ich Gedenktage jetzt an die Shoah, die wenig bekannt ist, wie sie in Mittelosteuropa, was für ein Gesicht sie hatte, da ich diese Gedenktage sehr stark organisiere, bin ich so oft konfrontiert worden mit einer unglaublich arroganten Überlegenheit, dass wir in Deutschland ja unsere Geschichte bewältigt haben, aber die in der Ukraine mit ihrer ganzen Kollaboration. Also ein Sack von Vorurteilen, der natürlich auch den Vorteil hat, dass der Zwang, sich auf die Seite der Ukraine zu stellen, verwischt wird. Wer selbst so shady ist in der inneren Verfasstheit, in dem Umgang mit seiner Geschichte, nah an den deutschen Faschisten dran. Wer weiß, ob das nicht auch heute noch das Potenzial groß ist. Und das ist ja, wird ja hier auch von politischen Kräften immer wieder deutlich geschürt. Ein faschistischer Aufstand gegen das antifaschistische Moskau. Ein altes Muster, was 56, 68, 53 von Moskau immer wieder benutzt worden ist. Also ich war da, weil ich den Holodomor, der bei uns kaum bekannt ist, für ein unendlich wichtiges Teil in der Betrachtung der Ukraine heute halte, auch wenn man sich klar machen muss, dass es ja ukrainische Kollaboration gab und dass ja deutsche Truppen von Ukrainern auch freudig empfangen wurden, wenn man nicht weiß, dass es vorher diese unvorstellbare, durch Stalin willkürlich herbeigeführte Hungersnot gegeben hat. Also Punkt Nummer eins, ich war da, weil ich meine, wir müssen uns mit der Geschichte der Ukraine befassen, um heute einordnen zu können, wie sie ist und wie sie sich bewegt. An diesem Sonntag, als wir das große Gedenken hatten, hatte noch niemand eine Vorstellung davon, dass am Montag das, was man sehen konnte, so sich zuspitzen würde. Und jetzt muss ich über Deutschland reden. Seit Monaten haben wir einen minutiösen Überblick über die sich verschärfende Situation im Asowschen Meer.
Es gibt haargenaue Statistiken, wie etwa von Ostern an die Schlinge immer enger gezogen wurde von russischer Seite, was ja bedeutete, immer wieder zu dokumentieren, das Souveränitätsrecht über das Asowsche Meer, das beanspruchen wir, Russland. Mit dem Völkerrecht überhaupt nicht, in keinster Weise gedeckt, aber so hat es ausgesehen. Und das begann, dass mal einen Tag ein Schiff angehalten wurde, kurz durchsucht, dann durfte es weiterfahren und man kann, wie in einer Statistik, die nach oben geht, konnte sehen, dass die Zahl der Schiffe, die geentert wurden, sich erhöhte, dass die Dauer, die Schiffe festgehalten wurden, sich verlängerte bis 4 bis 5 Tage und man konnte das betrachten, was alles offen bekannt war. Der Umschlag in der Stahlarbeiterstadt Mariupol ist um 30% gesunken im Hafen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es eine subkutane Kriegsführung gibt, um jetzt nicht im offenen Krieg, wie er im Donbass stattfindet, sondern im verdeckten Krieg, das Abschneiden von Mariupol und des gesamten Asowschen Meers Stück für Stück vorangetrieben wird, was bedeutet weitere Destabilisierung der Ukraine als souveräner und integrer Staat, faktisch ein nächster Schritt der Annexion und vielleicht sogar die Vorbereitung der Annexion von Mariupol und wiederum einem größeren Stück der Ostukraine. Alle diese Fakten sind und waren auf dem Tisch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es eine einzige Debatte im Deutschen Bundestag gegeben hätte, wo diese Zuspitzung debattiert worden wäre. Wir haben als kleines liberales Zentrum, die uns ein bisschen als Lobbygruppe verstehen für die Interessen der Ukraine, wir haben auf höchster Ebene diese Punkte markiert, Gespräche geführt und es ist uns gesagt worden, das, was die deutsche Politik und die europäische Politik kennzeichnet, wir hoffen, dass die Ukrainer nicht provozieren und der Ort für diese Auseinandersetzung ist der Internationale Seegerichtshof. Und das wirft einen Blick auf uns. Wir wollen nicht sehen, was wir sehen können, weil wir unsere eigene Schwäche kennen und weil diese Schwäche zur eigenen Gesichtswahrung rumgedreht wird und daraus gemacht wird, ein Konflikt in der Ukraine statt ein Krieg, ein korruptes Regime, was genauso korrupt ist wie vorher Janukowitsch, ein geteiltes Land, was sowieso nicht zusammengehört, Helmut Schmidt sogar ein Kunststaat. Und das alles sind Denkfiguren, damit wir uns nicht stellen müssen. Weder wir im Westen als Europäische Union als Ganzes, noch der Westen, wenn man die Vereinigten Staaten dazu nimmt, mit dem Präsidenten, so wie er ist, den wir jetzt dort haben. Das Dramatische ist, dass das, was wir bei uns sehen können, wenn wir wollen, natürlich im Kreml auch alles gesehen wird. Und dass so eine unvorstellbare Missbalance hergestellt wird. Ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen, die im Kreml politische Strategien ausdenken, uns im Westen viel besser kennen als wir selber und einen viel klareren Blick darauf haben, womit zu rechnen ist, nämlich mit wenig bis gar nichts. Und während wir beobachten konnten, dass die Schlinge wieder um einen Teil der Ukraine zugezogen wird, wird bei uns diskutiert über das Ende der Sanktionen. Und die Spaltungskräfte innerhalb der Europäischen Union, von denen wir auch wissen können, wenn wir es wollen, dass sie vom Kreml
finanziert und unterstützt und beflügelt werden und die sich zum Teil als rechts und als links, als Querfront zusammentun. Sie alle bilden faktisch den Schutzschirm für diese Aggression, die wir aufbauen. Wer da noch über westliche Werte sprechen soll, der soll bitte sehr vorsichtig sein, weil natürlich stellen wir damit unsere eigene Entschiedenheit und unseren eigenen Glauben an diese Werte in Frage. Eine kurze sachliche Rückfrage an Mustafa. Hat die Ukraine Klage erhoben vor dem Internationalen Seegerichtshof? Es ist Ukraine. As I know, we had two applications to international courts about financing terrorism and about crimes against nations. And both of them are accepted, and both of them are in trial. So we didn't have results now. But I think not on the Azov Sea. Not on the Azov Sea, but now we understand that Mariupol port is one of two. Biggest, and it's very important for us. First of all, it's important for our steel manufacturers. And of course, we have damages already now because they're closing this port. And I know our country is going to sue Russia on that. It's so obvious, I think. So it's a matter of time. It's not something that we can guess. Okay. Andriy Volshansky. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren, habe ich gesagt, mit der Situation in der Ostukraine on the ground. Ändert sich durch die Situation am Asowschen Meer, durch diese Eskalation etwas für Ihre Arbeit und für die Situation entlang der Frontlinie? Verändert sich was für die humanitäre Lage? Und kam das jetzt überraschend, diese Eskalation für Sie, so wie Marie beschrieben hat, für viele hier im Westen? Also zunächst einmal sind wir Zeugen, wenn wir in der Pufferzone, also in der Zone entlang der Kontaktlinie, der 450 Kilometer langen Kontaktlinie arbeiten, in der etwa 600.000 Menschen leben, wenn wir dort arbeiten, dann sehen wir eine enorm angespannte Situation, die einen existierenden Krieg reflektiert die ganze Zeit, beständig. Das heißt, dort verschärft sich die Lage der Menschen enorm. Wir haben diesen Krieg seit mehr als 4,5 Jahren, also wir sind im 5. Jahr dieses Krieges und die Situation wird immer schärfer. Die Menschen haben alle Ressourcen aufgebraucht. Ganz wichtig, und vielleicht die gestrige Deklaration des Kriegsrechts wird die internationale Aufmerksamkeit wieder auf diesen Krieg wenden und auf die humanitäre Lage im Zusammenhang mit diesem Krieg. Dort leben 3,1 Millionen Menschen, die Hilfe brauchen, die in einer humanitären Notlage leben. Wir haben eine Situation, wo die Menschen sich heute entscheiden müssen, ob sie sich Nahrungsmittel kaufen, ob sie Lebensmittel kaufen oder ob sie Medizin kaufen. Wir haben eine Situation, in der die Eltern ihre Kinder aus der Schule rausnehmen, weil es zu kostspielig ist, sie in die Schule zu schicken. Wir haben eine Situation, in der die alte Leute nicht mehr gepflegt werden, weil zu viele Pflegekräfte aus der Region aufgrund des Krieges geflohen sind und in den Dörfern nur alte Menschen zurückgeblieben sind. Ich habe Leute gefragt in diesen Dörfern, wie kommt man zurecht, wenn jemand bettlägerig ist als alter Mensch und es keine Pflegekräfte gibt. Und man sagte mir, ja, die Nachbarn helfen eine Zeit lang, aber dann verschwindet der Lebenswille des Kranken, weil er den anderen nicht zur Last fallen will. Und die Leute sterben weg, ohne die Hilfe, die sie benötigen. Das ist die Situation. Und wenn wir heute auch reflektieren über das Geschehen gestern im Parlament, also über die Einführung des Kriegsrechts und dann überlegen, welche Menschenrechte, welche Bürgerrechte eingeschränkt werden. Wir haben ein großes Territorium in der Ukraine, wo die Bürgerrechte durch den Krieg eingeschränkt sind. Die Menschen haben nicht die Möglichkeit, sich zu entwickeln.
Sie können gar nicht, viele Rechte gar nicht wahrnehmen, weil es die wirtschaftliche Lage, die Kriegslage nicht erlaubt. Das heißt, die Einschränkungen existieren heute bereits in diesen Gebieten. Aber ich möchte noch etwas sagen zum gestrigen Tag, weil es für uns als Zivilgesellschaft enorm wichtig war. Es war eine Sternstunde des ukrainischen Parlamentarismus, in dem wir einen Paradigmawechsel erlebt haben, wo es nicht darum geht, etwas übers Knie zu brechen, sondern politische Entscheidungen in Verhandlungen modifiziert werden können und ein politischer Prozess stattgefunden hat. Es war enorm wichtig für dieses Land. Und damit ist auch etwas geschehen, was eigentlich nicht nur eine Bedeutung hatte für die 27 Jahre der Unabhängigkeit der Ukraine, sondern viel tiefer in die Geschichte geht. Gestern wurde das auch im Parlament erwähnt, dass die früheren Versuche, die Unabhängigkeit zu erkämpfen und dann zu erhalten, daran gescheitert sind, dass das Land gespaltet war, dass die politischen Eliten gespaltet waren und in wesentlichen Fragen der Staatsbildung nicht konsolidiert waren, um die Unabhängigkeit der Ukraine zu verteidigen. Gestern ist im Parlament aufgewiesen worden der Weg, den dieses Land gehen muss. Man muss darauf achten, dass die Menschenrechte geschützt werden, dass die Bürgerrechte geschützt werden, aber man muss sich konsolidieren vor der Gefahr von außen. Das ist gestern bewiesen worden, dass es geht und dass es sich entwickeln kann. Vielen Dank. Ich will noch mal darauf kommen, was Sie in Bezug auf das Kriegsrecht gesagt haben. Das fand ich sehr interessant, dass es sozusagen paradoxerweise das Unrecht, das an den vom Krieg direkt Betroffenen permanent passiert, wieder neu ins Bewusstsein rückt und sie in gewisser Weise ins Recht setzt, die im Krieg sind, die schon lange im Krieg sind. Betrifft es auch die Möglichkeiten oder wissen Sie, ob dieses Kriegsrecht Auswirkungen haben wird auf die Kontaktmöglichkeiten über die Frontlinie hinweg? Es ist ja ein großes Problem für diejenigen, die in den sogenannten Donbass-Republiken leben, dass sie, um Renten zu bekommen, um an Sozialleistungen zu kommen, herüberkommen müssen in ukrainisch kontrolliertes Gebiet und es immer wieder auch politischen Streit darüber gibt, wie in der Ukraine, wie man mit den Gebieten dort umgehen soll, ob man die Möglichkeiten offen hält, Kontakte unterhält oder ob man sie abgrenzt. Wird es dadurch Auswirkungen geben durch dieses Kriegsrecht? Was erwarten Sie? Also wir wissen ja noch nicht sehr viel, wie dieses Kriegsrecht umgesetzt werden wird. Was jetzt gestern diskutiert wurde, ist, es ist das erste Mal, dass es in dem unabhängigen Staat der Ukraine ein Kriegsrecht eingeführt wurde. Das heißt, die Auswirkungen sind nicht bekannt. Wie wird das gehandhabt werden? Das sind alles Fragen, die wirklich auch der Kontrolle der Zivilgesellschaft und auch der Politik und des Parlaments anheimstehen, diese Prozesse mit zu verfolgen. Was den Übertritt über die Grenze, über die Kontaktlinie anbelangt, wir haben ja eine außergewöhnliche Situation. Wir haben eine Kontaktlinie, die zwei sozusagen widerstreitende Parteien trennen soll, die täglich überschritten wird. Wir haben diese Kontaktlinie wird täglich von etwa 30.000 Menschen überschritten. Das heißt, eine Frontlinie, die sehr, sehr durchlässig ist. 1,1 Millionen Menschen im Monat überschreiten diese Linie. Das hat eine enorme Chance, weil sie nicht den Kontakt verlieren zur jeweils anderen Seite. Das kann als Chance auch gewahrt werden, indem man hier Einfluss nehmen kann auf das Denken der Menschen, die auf der anderen Seite sind. Ich glaube, dass das Kriegsrecht auch einen ganz wichtigen Punkt mit bewirken kann. Das ist die Frage der Neutralisierung der Propaganda, die von der anderen Seite kommt. Hier in der Möglichkeit auch Einfluss zu nehmen. Und da ist das die große Gratwanderung. Wie kann man, ohne dass man die Informationsrechte einschränkt, ohne dass man die Medien einschränkt, wie kann man etwas gestalten, dass eine feindliche Propaganda nicht ins Land dringt und nicht die Menschen gleichschaltet durch die Propaganda. Wir haben ja gesehen, und das fällt uns ja oftmals auf, wenn wir mit Leuten sprechen, die von der russischen Propaganda beeinflusst sind. Wir haben ja manchmal das Gefühl, dass sie sozusagen Sektierer sind, weil sie in einer anderen Dimension leben. Was mir dabei auffällt, ist, dass diese Einflussnahme durch Propaganda auf die Menschen, die von Russland eingeleitet wurde,
hat für mich auch ein anderes Verständnis gebracht hinsichtlich der Propaganda im Dritten Reich. Weil Propaganda den Menschen entmündigt. Wenn er nur die Informationen bekommt, die er durch die offizielle Propaganda bekommt, kommt er zu den Schlüssen, zu denen ihn sein Staat der Propagandamacht hinleiten möchte. Er ist eigentlich entmündigt in seiner Entscheidung. Deswegen ein ganz wichtiges Moment wird sein, ob dieses Kriegsrecht auch die Möglichkeiten ausnutzen wird, um auf die Neutralisierung der Propaganda eine Auswirkung zu haben. Ich glaube, wir kommen gleich noch mal zu sprechen auf die innenpolitischen Auswirkungen auf den Wahlkampf. Aber zuvor würde ich jetzt gerne Arkadi Ostrowski fragen, Russland. Warum diese Aktion an der Brücke von Kertsch jetzt? Ist das eine spontane Situation gewesen? Ist das eine geplante Situation? Wie ordnen Sie das ein? Was ist das Kalkül dahinter? Thank you and thank you very much for the invitation. Great to be here. And actually, particularly, and this is not just kind of frivolous introductory point, but actually being at the Henrik Böll Foundation is very interesting because, and there is a connection to what's actually in a way happening, because of course it was Henrik Böll who hosted Alexander Solzhenitsyn, who in the early 70s, with the help of Willy Brandt, was finally allowed to leave the Soviet Union. And it was here that actually Solzhenitsyn drafted his famous letter to, or published his famous letter to the Soviet leaders in 1973, in which he argued basically two things. Forget about ideology, to save the Russian Empire. Forget about ideology, make peace with China. Forget about Central Asia and the Baltic states, and bring Ukraine, Russia, and Belarus together, and this is the unit. And basically, Putin, who, you know, there is a historical irony in it, but in terms of the big framework, this is what's happening. We could look at what happened in Azov from many, many different angles, and they all will be valid. And Putin is guided by the main immediate task of political survival, and everything you see in foreign policy, it's not a traditional foreign policy in that sense. It's about reaffirming his legitimacy, because when your legitimacy is not grounded in a democratic election, you have to reaffirm. But at the same time, you can't rule without legitimacy, even as a, you know, authoritarian ruler. You have to reaffirm it in different ways. So the annexation of Crimea was one way. Before that, it was economic growth. Syria meddling in the U.S. elections, showing that Russia is great again. All these are ways you have to think about them as reaffirming your legitimacy. I sort of expected this to happen, to be honest. Not exactly this. It didn't come as a surprise, precisely because the war has been going on for over 4 years, and I don't think it's over at all, and I don't think it's the last we've seen of it. He timed it well, in a sense that it was to mark both the anniversary of Maidan and the anniversary of Holodomor. And that's particular sort of nasty way of doing this. I think he has several objectives. I think there is a sort of a big frame, which I talked about, both in terms of Ukraine and Belarus, which is coming under unnoticed to everybody, perhaps in Europe and in Germany, is coming under increasing pressure. I think he does have an idea of turning Ukraine into a landlocked country, effectively denying it access to the Azov and Black Sea, first through Mariupol, which has already lost effectively its access, and the port in Mariupol is working at 10% of its capacity. And then we'll see what happens in Odessa. He clearly is not done with Ukraine at all. He feels he is now responding to what he sees an act of betrayal and aggression through the split in the church, which is an issue very close to his heart, because Ukrainian church has asked to be independent. This is an issue which he cares about. He said he would respond. He is responding. He, on the more sort of practical points, you know, the Ukrainian politics is a toxic and quite acid mix.
and throwing something into it, a bit of a catalyst to help it kind of stir, is always a useful thing. I think one thing he didn't expect, I'm not sure the Kremlin is capable of analyzing it in those terms, but I agree with Mustafa that actually the response of the Ukrainian parliament, as proving that it is parliament, that it is doing what it's supposed to be doing, restricting the powers of the executive while bringing the country together, is one thing he probably, that came as a surprise, because they don't think that Ukraine is a functioning state. They think it's a failing state. Sometimes Ukraine sadly provides good evidence for that, but not this time. So he was also testing Poroshenko in the pre-election, because Russia is taking part in this election, which is coming up in Ukraine, both through financing certain parties, including Yanukovych's old party. It's participating in this election by backing Yulia Tymoshenko. It's participating in it by spreading, continuing to sort of to work in both cognitive space through social media and cyberspace. So this activity continues. He was testing Poroshenko. He probably thought that Poroshenko would overreact, and the idea is you could turn Poroshenko in the eyes of the West, and he is sadly succeeding to some degree, into a Saakashvili figure, into a Georgia kind of situation. I disagree with Mustafa here on the Georgia thing. I think it actually, the problem is it took Ukraine too long to declare martial law. It should have been done much, much earlier at the time of the first attack. And actually, the example of Georgia is a good one because, yes, you know, we can blame Saakashvili and call him reckless, and a lot of politicians in the West are now thinking Poroshenko is acting recklessly. But actually, Georgia survived. Georgia lost control over the two territories it didn't control in the first place, but Georgia is still a functioning, for better or worse, democratic country, as we see in these elections. So he was testing Poroshenko, he was testing Ukrainian politics. And most importantly, and I think this is crucial, what you talked about, and I couldn't agree more, he was testing the West. He was testing Germany, he was testing the EU, and he was testing the US. To see, because they obviously know the fatigue of Ukraine is building up, he wanted to measure where that fatigue now stands. And unfortunately, for reasons which I don't quite understand, we understand about, I expected Trump to say what he said, or rather not to say very much at all. But even Trump came out saying he doesn't like the situation either way, whatever that meant. I think sitting in the Kremlin, from Putin's point of view, the fact that Angela Merkel didn't come out and say anything at all, with whatever she said to him in their private conversation, we don't know. But I think the combination of sort of weak reaction in the EU, from the EU, Mogherini did not fly immediately to Kyiv. The NATO fleet did not pay a friendly visit to the port of Odessa. And there was no statement from Merkel. And Nord Stream 2 is going and being built as we speak. And they see this as weak. I think this is very dangerous. This lack of reaction from the West is incredibly dangerous, given that obviously Ukraine is not a NATO member. We're not going to defend Ukraine militarily. So all the more reasons to scream and shout and make strong statement and talk about sanctions and personal sanctions now. To prevent what could, and I again agree with you that, come January, the pressure is only going to increase, particularly seeing how weak the reaction has been this time. Nur um ein Zitat eines Politikers zu zitieren, den ich gestern im Fernsehen kurz gesehen habe, in der Tagesschau, Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, sagte, auf die Frage, ob man zusätzliche Sanktionen braucht. Er sagt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Man hat ja gesehen, dass die Sanktionen gar nichts bewirken. Im Gegenteil, sie haben Russland noch weiter provoziert. So, also diese Position, nur um sie deutlich zu machen, ist in der deutschen Öffentlichkeit durchaus prominent. In Bezug auf die Bedrohungsszenarien wollte ich noch mal nachfragen, vielleicht auch Mustafa und die anderen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter Anfang des Jahres, wo er sagte, die Autokephalie der ukrainischen Kirche,
Das ist eine Provokation, die Putin nicht hinnehmen wird. Da wird er zurückschlagen. Sie haben das jetzt erwähnt. Sie haben Odessa erwähnt. Kommt etwas wie eine Seeblockade des Hafens von Odessa? Und Sie haben vorhin in unserem Gespräch außerhalb dieses Panels gesagt, Sie kommen gerade zurück aus Minsk und Sie können sich gut vorstellen, dass Belarus der nächste Schauplatz wird dieser europäischen Auseinandersetzung mit einem revisionistischen Russland. Welche Assoziation gibt es dazu? Sind wir vorbereitet? Ist die Landnahme, zum Beispiel auch die Landbrücke zur Krim, das war ja vor einigen Jahren die große Befürchtung, dass der Krieg weitergeht und dass versucht werden wird, eine Landbrücke herzustellen. Ist das ein Szenario, das immer noch sozusagen realistisch erscheint, im Sinne von, das ist ein tatsächliches militärisches Ziel und damit müssen wir rechnen? Das Kriegsrecht scheint ja genau darauf Bezug zu nehmen. Vielleicht Arkadi und die anderen. This is hard to say. I mean, it depends on what the mandate. I mean, one thing that Putin was also testing is the mood inside the country, of course, and this is very important because now the Russian media for the past few days is full. Every, you know, there are 10 talk shows a day, all about aggression of Ukraine, provocation, all this stuff. So this is very where Putin, which is what I was trying to say. You know, he does need legitimacy. He does have a problem, and the problem is this, that he has traditionally had three ways of proving his legitimacy. One was money, and there was a lot less of it. I mean, Russian economy is in the longest stagnation since the Second World War now. For the past 10 years, it's growing at 1%, which is for a country of Russia's kind is effectively a recession. So there is no money. The foreign adventures and making Russia geopolitical resurgence seems to be slowing down and working, and this is what he is testing now, because the opinion polls have been showing for the past few months that people are actually starting to blame the Kremlin for spending too much time on foreign policy and geopolitics at the expense of their living standards. And sort of to put it very simply in narrative terms, it's, yes, we know you've made Russia great, thank you, can we now talk about pensions, please? So he is testing whether another act of aggression or war or whatever can create the same effect as we've seen after the annexation of Crimea, because his rating is back to pre-Crimea levels now. It's at 60%, it's getting uncomfortable. So if you do this, you know, they're doing all these TV shows, they'll measure it in a week's time, see if the rating goes up. If it goes up, if they see this is still working, then yes, expect another wherever it is. And I hope not in Belarus. It's a different case. It will take a long time to discuss. But expect another act. If we see that the rating is not moving, then the chances of him doing something overtly and militarily decreases, but the political interference is not going to decrease. And the third thing, this is going to show us, the third resource he had was propaganda and television. And what we're also observing, that is stopping to work as well. The television propaganda in Russia is starting to cause irritation rather than be supportive. It can actually flip over and can start working against the Kremlin. So he is in the survival mode. He needs to find a way to legitimacy, and I think this is an important test on all these areas, the Western reaction, domestic reaction, Ukrainian elections. So they've put this test, they're now watching the result. All in our hands is to show, and I agree, what you've said about sanctions is very interesting. I think sanctions actually work, but in a different way. Personal sanctions certainly work. But it's all the more important to talk, you know, the public reaction of the West needs to be much more vocal, because it actually now has value beyond sanctions. As we've just seen with the Skripals in Britain, the most effective thing that Britain has done, together with the allies, with the Netherlands and the US, was actually to expose and ridicule and expose some of the intelligence information that we have
on the Skripals, which made them, and the whole GRU and Salisbury thing made them into a laughing stock. You know, and to be feared is one thing, to be laughed at and ridiculed and shamed is quite different. And that's what should be happening now. Marie? Ich befürchte, dass in Bezug auf Weißrussland gar keine sichtbare, gar kein sichtbarer Anschluss notwendig ist. Denn Lukaschenko ist mit dieser Form, das Land wie eine LPG, wie eine Kolchose zu führen, ökonomisch so unendlich im Rückstand und so massiv auf russische Subventionen, abhängig von russischen Subventionen, dass die Spielräume für Lukaschenko, sich dem Kreml entgegenzustellen, nach meiner Einschätzung gen Null tendieren. Und es gibt für Lukaschenko eine sehr hilfreiche, indirekte Unterstützung. Denn natürlich haben die Menschen in Belarus das Gefühl, so ein Durcheinander und einen Krieg, wie er jetzt, wie in die Ukraine erleidet, wollen wir nicht haben. Und das ist in einem Land wie Weißrussland, das eine unglaubliche Geschichte von Zerstörung und Verwüstung hinter sich hat. Und diese Erinnerungen sind da in der Familie. Dass diese Menschen sagen, lieber bescheiden, auch übrigens mit einer gewissen Sicherheit, was das Unterscheidungsmerkmal zu sein scheint zwischen diesen sklerotischen, postkommunistischen, autoritären Ländern und dem lebendigen, aber mit großer Veränderung verbundenen marktwirtschaftlichen Westen. Also ich glaube, dass, wie gesagt, wenn Putin wirklich will, Belarus, falls Lukaschenko überhaupt irgendwelche eigenständigen politischen Schritte gen Westen machen würde, dass er nur an der Hundeleine ziehen müsste, am Halsband ziehen müsste. Und dass Lukaschenko weiß, dass er eigentlich keine Spielräume hat. Das Zweite, finde ich, was ich noch mal sagen muss, das Problem ist, dass der Westen nicht bereit ist, das System Putin so zu sehen, wie es ist. Das ist das zentrale Problem aller Politiken. Es ist ein aggressives, mafiöses und mit jeder Kaltblütigkeit ausgestattetes, zynisches Regime. Und der Westen kann es zum Teil scheinbar nicht verstehen. Er will es nicht verstehen, in Teilen, weil Geschäfte gemacht werden. Man nehme den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, dem ist das einfach scheißegal, beziehungsweise denen ist es sogar lieb, dass sie anrufen können im Kreml, wenn sie sagen können, das geht nicht voran mit unserem VW-Bau in Kasan und man muss nur noch einen anrufen und man muss nicht durch irgendwelche Instanzen durchgehen, weil wenn man im Kreml anrufen kann, dann flutscht die Sache und es wird im Kreml entschieden. So, also es gibt sogar irgendwie, glaube ich, Nützlichkeitsüberlegungen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir uns über ein Europa, für das Portugal, in Portugal die Ukraine sehr weit weg ist, was auch nachvollziehbar ist, dass wir in Deutschland eine eigenständige bilaterale Politik mit Russland machen in einem der sensibelsten politischen Bereiche, den es gibt, nämlich der im Energiebereich, und da eine eigene zweite Verbindungslinie Russland-Deutschland, die beiden alten Imperien, die historisch immer wieder die Länder zwischen sich zu ihren eigenen Wünschen aufgeteilt haben, dass wir das wiederholen im Jahre 2018, obwohl Krieg geführt wird gegen eines dieser Länder zwischen uns beiden. Das ist so ein Skandal, weil das politische Zeichen ist, jeder Deal mit Russland ist uns wichtiger zu unserem eigenen Nutzen als die Länder dazwischen. Und deswegen ist Nord Stream 2 faktisch das politische Moment überhaupt, das dem Kreml signalisiert, ja, so schön ist es nicht und ab und zu machen wir auch mal ein bisschen was dagegen, aber wirklich ernst
ist es uns mit einer Solidarität mit der Ukraine nicht. Und dass das bei uns von so unendlich wenigen Politikern formuliert wird, man kann das ja auch aus der Opposition heraus formulieren. Man muss dazu ja nicht in der Regierung sein. Es wird, dazu haben wir Parlamente, wir haben jetzt 700 da drüben sitzen. Dass das nicht in unseren Parlamenten formuliert wird, das bringt mich extrem auf. Eine österreichische Außenministerin, die Putin zu ihrer Hochzeit einlädt. Italien spielt schon lange sein eigenes Spiel. Das heißt, die Kräfte sind tief und mitten in unseren Gesellschaften, die sagen, es ist uns scheißegal. Und die Nachlässigkeit, mit der unsere Medien ihre Wörter wählen, beginnend mit dem Wort des Konfliktes, wo es um einen Krieg geht, oder an Moderationen heute, wo es keine Toten gegeben hat. Da ist niemand beschossen worden, da sind nur zwei Schiffe festgesetzt worden. Weil diese verdammten Ukrainer provozieren wollten, mal wieder, um in ihr eigenes Gebiet zu gehen. Also ich finde es so unerhört, dass wir es nicht schaffen, unsere Volksvertreter zu einem aufrechten Gang zu bewegen. Das muss ich sagen, das sagt so einen schlimmen Zustand über die Situation des Westens aus, der uns wirklich sehr nachdenklich machen wollte. Und ein Satz noch. Ich werde immer für vollkommen Balla-Balla gehalten, wenn ich sage, irgendwann geht Putin über die Grenze in die baltischen Staaten. Das wird für vollkommen ausgeschlossen gehalten. Ich sage Ihnen, dass ich es nicht für ausgeschlossen halte. Und zwar aus folgendem Grund. Weil ich, so wie ich Putin seit Jahren erlebe und seine Psychologie, ich glaube, dass ihm die Tatsache, den Westen immer wieder alt aussehen zu lassen, das heißt zu demütigen und ihm damit ein Überlegenheitsgefühl zu geben, dass ihm der größte Erfolg für ihn wäre, er geht über die Grenze im Baltikum, er setzt den Fuß drüber und was passiert? Die NATO sagt, aber man kann doch jetzt keinen Krieg führen wegen des Baltikum. Das verhandeln jetzt, wir machen Minsk Nummer 56. So, und das ist das, womit wir es zu tun haben. Wir müssen versuchen, das schärfer in unseren gesellschaftlichen Debatten herauszuarbeiten. Vielen Dank, Marie. Dieser Appell, der schreit gerade nach der Öffnung der Diskussion zum Publikum, was ich jetzt gleich vornehmen will. Zuvor aber möchte Mustafa noch gerne einen kurzen Kommentar machen. Zu Belarus haben wir das Glück, im zweiten Panel einen Gast aus Belarus hier vertreten zu haben. Vielleicht können wir die Beschreibung der Situation dort auf das zweite Panel verschieben, welche Auswirkungen der Maidan hat. Mustafa, ich würde noch gerne wissen, die Auswirkungen auf den Wahlkampf, der ja dennoch ansteht. Jetzt ist ein Monat Kriegsrecht, dann beginnt offiziell der Wahlkampf. Mit was für einem Wahlkampf ist zu rechnen? Wir haben ja über die Einflussnahme von außen, über Propaganda etc. gesprochen. Gibt es Hoffnungen auf eine demokratische Präsidentschaftswahl? I think that the good question, the good answer for this question would be if Ukrainian election will be democratic or not. It will be, is there anyone who knows who will be next president of Ukraine? We don't know. That is the best answer in our countries, in all post-Soviet countries. In half of year before election, we don't know who will be president of Ukraine. And that is good answer. The bad news is that, of course, because of martial law, and you know, you cannot avoid it. All wars, they're feeding right or military rhetoric. And this is, you know, it's obvious. And of course, all of us, all politicians, all candidates for president, they will use it. And who is the leader of that? The acting president, who actually announced, who imposed martial law, and he will try to use it. Will this election be democratic? Now it looks like we doesn't have any challenges or threats that somehow administrative resources can be used against
election. Not because we don't want to do that. I mean, not we, but our politicians or not. They don't have these habits. But the problem is that they cannot do that. I don't see the powerful figure or politicians who can use it, even president. Because of decentralization, which was announced in our country 2 years ago and implemented, I think it is very will be difficult to use administrative resources in the way which we used to see during presidency of Yanukovych or Kuchma or in Kravchuk. So I think that we will have democratic election, but because of these threats, I think the results of it will be very, very stressful, and we will have very tough fight on the last weeks and last months of election, because all politicians will be divided on two camps, and this is the system of coordinates that is the main issue we are fighting for, because our acting president and most of the politicians are trying to use this system of coordinates pro-Russian and not pro-Russian, patriotic and not patriotic, which is good. We understand that is the biggest threat for us. But we don't want to have any excuse not to fight for corruption, against corruption, because of war. We don't want to have this, you know, framework of war instead of framework of reforms. And I'm afraid that acting president and those people who are now running country, they will use war inside country against those people who really fights for something new, who really fights for those things we announced 5 years ago in Maidan. And that is biggest threat for our generation. And, you know, this is, Ukraine situation is not black and white. I really support my country, my president, because of war. But I don't want to support him because of corruption, what he's doing with oligarchs. But because of media resources are totally controlled, it is very easy to change the framework and to blame anyone who resists as a spies of Kremlin or someone else. And that is the threat we saw 5 years ago. What is the difference between the, I would say, communication strategy of President Yanukovych and communication strategy of President Poroshenko? I'm not saying about reforms and what he's doing for country, but about just communication. Mr. Yanukovych and his team, what they said, the biggest enemies of country is United States, if you remember, activists, journalists, and civil society. What changed for 5 years? Just United States changed to Russia. The biggest enemies of our president now is journalists, media, civil society, those who are exposing corruption, and Russian spies. And I'm not kidding. It's really what they say inside. So it means that as a habits of this system, habits of those politicians who are running country is the same. Why they are not doing the same things which doing Yanukovych? For two reasons. They're afraid of people. They're afraid of international partners. So fear what moves them. Fear what forced them to do what they're doing now. And that scares me, because it means that the way they're doing now, if they will come back, if they will have power again and again, someday these, you know, red lines will disappear. Even now we see that Mr. Poroshenko, who is dealing very good relationship with Party of Region and those people who was allies. Just imagine that. And they, I'm really... Again and again, I would repeat it, because I don't want to use it against my country. I support him as a president of my country against Russia. But I don't understand why the main sponsor of Party of Region, the man who sponsored Viktor Yanukovych for 20 years, became richer after revolution in presidency of Mr. Poroshenko. And I don't have answer. I don't understand how, for example, even now, our martial law will impose restriction of human rights against Ukrainian citizens. At the same time, will allow Viktor Medvedchuk, who is friend of Putin, freely fly to Moscow and back and enjoy his life. That's the
questions I have, and I'm afraid if we will have the same kind of framework of power after election, what we'll have in 5 years. I'm afraid that Party of Region will come back. I'm afraid that only young politicians and all those people who first came to Maidan, who firstly started this Maidan, will be the small group of people who really will fight for those values. Because Party of Region will have 100 MPs. Imagine that. In next parliament, they will have 100 MPs or 60 MPs. Do you have any hesitations or doubts that, for example, Timoshenko will deal with them? I don't have. Do you have any doubts that they will deal with Poroshenko? I don't have. They have deals now. So who will be in minority? We. Those who started Maidan 5 years ago. Those who really fought against the system, against these elites. And unfortunately, we doesn't have the structured organizations, we doesn't have resources, and doesn't have media to fight for that, and it can change geopolitical direction of country. We will do whatever we can do to stop that. And I hope that next election will be answer for us, if our generation will be able to prove and to deliver and capable to deliver this result. Vielen Dank. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass meine Frage nach dem Wahlkampf dann doch zu einem so ziemlich düsteren Bild führt. Du hattest ja erst damit angefangen, immerhin wissen wir nicht, wer der nächste Präsident sein wird, um dann doch damit zu enden, naja, es könnte sein, dass sich eigentlich in Bezug auf die tiefen Machtstrukturen gar nicht so viel geändert hat, sondern sozusagen die geopolitische Maskerade geändert hat. Das wäre eine bittere Zwischenbilanz. Ich will es mal dabei stehen lassen und nun die letzte halbe Stunde dieser ersten Runde öffnen für Sie, meine Damen und Herren, für Ihre Fragen, bitte bezogen auf die aktuelle Situation, ja, die wir hier auf diesem Panel zu erörtern versuchen. Wir werden 3-4 Fragen sammeln, je kürzer, desto besser, und stellen Sie sich bitte kurz vor. Bitte benutzen Sie das Saalmikrofon, damit übersetzt werden kann. Wir fangen hier links hinten an, bitte. Wo ist das Mikrofon? Der Herr. Ja, guten Tag, mein Name ist Philipp Türmer, ich komme von der LMU München. Ich hatte im letzten Jahr die Möglichkeit, im Parlament der Werchowna Rada ein Praktikum zu absolvieren. Ich hatte mich damals entschieden, unter anderem für den zweitkleinsten Ausschuss, den für europäische Integration. Weil ich dachte, naja, ich treffe da auch ein paar Enthusiasten, da kann man ja schließlich nicht so viel Geld machen und zwielichtige Gesetze sind da auch nicht, naja, zu machen. Aber auch dahingehend wurde ich ein bisschen enttäuscht, weil immer wenn sozusagen westliche Vertreter kamen, von EU-Delegationen oder von deutschen oder von westlichen Botschaften und gefragt haben, naja, wie sieht es denn aus mit Implementierung von EU-Standards und Gesetzen, wurde immer irgendwie ausgewichen oder es wurde sozusagen schwammig geantwortet. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, die wissen auch nicht so wirklich. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, alles, was mit der EU zu tun hat oder vieles, wird sozusagen in die Hand des Präsidenten gegeben. Und deswegen ist meine Frage auch an Mustafa Nayem, wieso vergibt sozusagen das Parlament die Möglichkeit, eine europäische Integration so voranzutreiben und gibt alles aus der Hand an den Präsidenten. So war mein Gefühl sozusagen in dem Ausschuss in mehreren Monaten. Danke. Mhm, vielen Dank. Dann hier vorne die Dame, die Blonde. Hier, zweite Reihe bitte. Ach. Ja, schönen guten Abend. Prohornitska ist mein Name. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien formulierte die Aggression Russlands gegenüber die Ukraine als einen militärischen Vorfall. Das Auswärtige Amt rufte die beiden Seiten zur Deeskalation auf. Meine Frage, die erste, lautet, was kann man tun, damit solche Institutionen, die einerseits die Bundesregierung beraten, wie das Zentrum und das Auswärtige Amt als das Ministerium für die Auswärtige Politik, die Sachen bei Namen nennen? Genau, das ist vielleicht eher, kann man auch als Kommentar, aber eine Antwort hätte ich gerne auf die Frage, weil aktive Zivilgesellschaft kann bestimmt auch etwas tun. Und eine andere Frage betrifft die Wahlen und
richtet sich an Mustafa Nayyem, nämlich es wird wahrscheinlich in den nächsten Parlamentswahlen schwierig sein für neue politische Kräfte, die jetzt in der jetzigen Rada sind. Sie sind unter anderem auch die Person, die zu euren Optimisten zählt. Und meine Frage ist, sind Sie bereit oder gäbe es eine Idee, Ihre politische Kräfte zu bündeln und möglicherweise eine neue politische Partei zu gründen? Oder gibt es eine Strategie, wie man die Kräfte bündeln könnte? Danke. Gut, vielen Dank. Dann der Herr in dem grünen T-Shirt hier in der dritten Reihe. Ich komme direkt zur Frage, keine lange Vorrede. Erste Frage. Weiß Sie trotzdem, wer Sie sind? Ja, Volker Schmidt. Ich bin rein privat hier, Wahlrat in der Ukraine für 7 Wochen, 2 Monate knapp. Führt auch zu weit, glaube ich. Was mich interessiert, ja, interessiert es, also ganz ehrlich. Entschuldigung, aber erste Frage. Es wurde erwähnt, der Einfluss Russlands auf den aktuell anstehenden Wahlkampf. Können Sie da ein bisschen konkreter werden? Zweite Frage. Welchen Einfluss haben die russischen Medien auf die Meinungsbildung in der Ukraine? Speziell würde mich da die russischen TV-Sender interessieren. Gut, vielen Dank. Und eine letzte Frage, der Herr hinten an der Säule, ich glaube, er heißt Stefan Meister. Bitte. Stefan Meister von der DGRP. Ich will kurz den Blick weiten. Wir haben jetzt sehr stark den Fokus auf das Asowsche Meer gehabt, aber es geht ja auch ums Schwarze Meer. Es geht um die Veränderung des Sicherheitsgleichgewichtes im Schwarzen Meer aus einer russischen Perspektive. Und es geht natürlich um die USA und die NATO. Es geht darum, aus dem Schwarzen Meer auch das Mittelmeer und natürlich den Nahen Osten zu erreichen, wenn wir das mal sicherheitspolitisch denken. Ich frage mich tatsächlich, ist das vielleicht hier auch nicht das richtige Podium dafür, was muss Russland eigentlich noch tun, damit die NATO das auch ernst nimmt? Und in was für einer Form auch abschreckend wirkt oder wie kann man sozusagen hier auch abschreckend reingehen, ohne dann in einen heißen Konflikt zu kommen. Ja, also ich glaube, wir mikromanagen hier gerade, aber die Ukraine ist eben auch ein Konflikt zwischen Russland und dem Westen aus einer Moskau-Perspektive. Vielen Dank, das war eine Steilvorlage für Arkadi, der genau dazu schon was sagen wollte. Ich würde es unbedingt nochmal aufgreifen in der Hinsicht, ich glaube, in der deutschen Öffentlichkeit ist ja ganz stark dieses Motiv, bloß nicht eskalieren. Also die Angst vor Eskalation, ich glaube, die ist sehr authentisch in der deutschen Öffentlichkeit. Ja, und jeder, der Marie-Louise hört, wird auf der einen Seite, wenn er offen ist, sie offen ist, in vielem zustimmen und dennoch wird ganz stark mitschwingen, oh, wandern wir da, gehen wir da nicht verantwortungslos in eine Eskalation rein. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Motiv, das sehr, sehr, sehr weit trägt. Ja? Die Angst, natürlich die Angst vor Krieg, aber auch die Angst vor der Eskalation. Und müssen wir nicht jede sich bietende Möglichkeit zur Dialog finden, um Abrüstung zu schaffen, müssen wir nicht jedes Fenster wieder öffnen, so eskalieren wie vorgeschlagen, das können wir doch nicht machen. Das ist doch viel zu riskant. Und darauf würde ich jetzt nochmal im Blick auf die Frage nach dem Schwarzen Meer, vielleicht auch nochmal im Blick auf Belarus ein mögliches Szenario bitten, Arkadi Stellung zu nehmen. Thank you very much. Thank you, Stefan, for bringing it up. I think you're absolutely right. It is not just about Azov Sea, it's about the Black Sea. I tried to argue that it is about making Ukraine a landlocked country, preventing access to the Black Sea, which is not easy because you obviously need then a cooperation of Turkey. Russia is in very good relationship with Turkey, but it wouldn't be just the Ukrainian ships. I mean, Turkey cannot close, obviously, the straits. And a lot of international ships going from Odessa. So it would need cooperation of Turkey, as I said. They're working on it, right? Kremlin is certainly working on it. In terms of, and I don't know what scenarios are, but in terms of the plan, dominance of the Black Sea, dominance of the Azov Sea, it is what I think the Kremlin would like to do. In terms of the deterrence or sort of what will make the Kremlin take NATO seriously, I hate to say it in this country, but I'm afraid the only thing that will make the Kremlin take it seriously is actually see it hit back and be prepared to fight. If you remember when Turkey brought down 2 Russian planes in the Syrian conflict, suddenly Russia took Turkey extremely seriously.
and stopped actually flying its sorties in the Turkish, going into Turkish territory. And there was a very clear sign. I think the next time a Russian military jet buzzes a NATO ship, an American NATO ship, within 30 feet, if it's actually brought down, yes, I think Russia will take NATO seriously. I think this is also where, you know, a visit by NATO to Odessa would be extremely useful as a friendly country. I think that I am afraid the only point I totally disagree with is Belarus. I think we're completely behind the curve on what is happening in Belarus. I think Lukashenko and Belarus itself are in a very different state. I think the sense of fear. I think annexation of Crimea and the war Ukraine worked in Belarus not at all in the way that we understand it to be, or we don't want to provoke Russia. I think they're making contingency plans. I think they understand they could be next in one way or another. Their dependence on they are dependent on Russia, but Russia is stopping to subsidize Belarus. It's winding down the biggest subsidy through oil. So the Russian money is already slowing down and will completely stop by 2022, I think. Belarus as a country is in a much, as a society, I think, is in a much better way and state than either Russian or Ukrainian in some ways. They have no oligarchs, they have equality, there is a sense of social justice, there is now a very active private sector, and even Lukashenko, and I'm no fan of authoritarian populists, but even Lukashenko has to take that into account. The values of the Belarusians are changing, and they want more, you know, private space, both public space, private space. I think Belarus is really changing. Geopolitically, I think Belarus is key, and this is, I think, in terms of the NATO, this is what's so important. It's in some ways more important now than anything else, because if you look at the map, and I was in Minsk and I encountered two US generals, including Ben Hodges, the former commander of land forces, American land forces in Europe, together with two other five-star generals who were there. And if you look at the map, and if you look where Belarus is, and if you look at the 40-mile stretch of land between Kaliningrad with all its missiles and Belarus, the Suwalki corridor, if Russia were to close that corridor, then there is no way for NATO land forces to protect and deliver on the Article 5 guarantee to the Baltic states through land. And Belarus is, in that sense, is absolutely a key country. And again, it's not a NATO member. It cannot be, you know, fought over militarily. All the more important to bring as much attention to this problem now, while, you know, the cost is low. But until NATO can show that it's more than just concerned and it actually is prepared to answer what Putin has enjoyed, which is escalation dominance, I don't think that any words or research papers are really going to be taken very seriously. Yeah. Gerne nicht. Mustafa, Fragen bezogen sich einmal auf europäische Integration. Du bist ja, glaube ich, im Komitee für europäische Integration, sogar der Chairman, wenn ich das richtig gelesen habe. Welche andere Form europäischer Integration als die nur propagierte, so habe ich die Frage verstanden, kann das Land nehmen? Die zweite Frage war die nach dem Wahlkampf nochmal, Formen der russischen Einwirkung auf den Wahlkampf. Dritte Frage und bitte kurze Antworten, damit wir noch eine zweite Runde machen können. Dritte Frage war die, wie organisiert sich die unabhängige Opposition, also das, die Gruppe, die sich einmal Eurooptimisten nannte, zu der du als ein wichtiger Protagonist gehörst. I'll try to be short. about Russian intervention. First of all, they have political parties which represent their interests. They're much more tricky than they were 5 years ago. So we have, for example, kind of independent parties for life,
which tries to be independent, but of course they're announcing all these values and the statements of Russia. There are many other groups which are divided. And you know, of course they can be powerful each if they will be united. But I don't want to exaggerate them, because 5 years showed, and what they're doing now, they're quite silly. Because even now they cannot unite. We see that Akhmetov is dependent on government. He don't want to be openly attack Poroshenko and attack government, because his interest is very, very, very high now. We see that Medvedchuk is the other wing of these pro-Russian groups, which don't want to be affiliated with Akhmetov because he thinks that Akhmetov betrayed. Now they try to force him to unite Medvedchuk. And one of the conspiracy version of what happened on Azov is that they are closing Mariupol port, and it forces Akhmetov, which is the only one way to sell his goods through this port, and they're forcing him to unite Medvedchuk. I don't think they will be able to be united, but anyway, they have huge information support. They have, unlimited money. That's the biggest threat we have. The Russia works in Ukraine with money. They don't need, the soft power. They have hard power and very exposed, and they are doing. And the autocephaly, it can be used also. About the second was about independent opposition and about Eurointegration. About Eurointegration, in Ukraine, Committee of Eurointegration Parliament doesn't work, not because it doesn't work or doesn't exist, but because whole country is involved in this Eurointegration issue. We have Vice Prime Minister, which is running and leading this process. And of course, if you look through the process and if you look to the timeline, we did many things, but the secret and the problem is that you cannot Eurointegrate country on paper. If you are not changing values, if you are not changing attitude, if you are not, if you are not following rules and laws, you can adopt tremendous amount of legislation. It will not help. So it needs time. But if you look back to the energy efficiency, public procurement, even law enforcement, in some sense of public security, many things changed. So I'm not pessimistic saying that everything is bad, we didn't do nothing. It's not true. But of course, the milestones are not achieved. Demonopolization of energy system, oligarchs, corruption, and all these issues. Can we do it ourselves only independently from our partners? No. No. I will be frankly what I say about all our oligarchs and all our government. All our oligarchs, all our prime ministers, all members of our government for 28 years, they steal money and way they spent it. In which countries? They didn't spend it in China or in Russia. They spent it in London, in Vienna, in United States, in France, and in Germany. And all these years, we showed, I think that Ukrainian investigators, journalists, they're the best in the world. They showed everything. All assets. The son of our prime minister, ex-prime minister Azarov, had big house in the middle of Vienna, and he was elected in single constituency in Lugansk Oblast, which is occupied now. That's the reality. So we cannot do it ourselves independently from our partners. And the other issue is that, of course, we as a young generation, we want to do that. We are eager to do that. And we are ready to take responsibility. But again and again, let's be realistic. 28 years, oligarchs build up big security machine, which consists of lawyers, finances, legislation, parliament, politicians, and we cannot do it in 5 years. But let us take responsibility and we will do that. I hope it's not just words. That's, and coming back to how we are going to do that. I think that the traditional way of fighting against these politicians and political parties is useless. We will never build up the structure like did Tymoshenko. She started in 1997 having huge power, having unlimited amount of money. And he had this, it was financial group
which was existed in all cities in our country. 1997, so now 21 years, she built up her structure. Poroshenko doesn't have structure even now. Party of Region was destroyed by the build-up and east side by the factories, all cities in this system. So we will not be able to fight against the system the way they are built up. What we can do, and our history showed that in 2004 and in 2013, that we, our power is our ideas, our values, and what is very important is that in the key moment, we can be united and fight very fast and very effectively if we are doing it not on the structures, but on the horizontal systems. I think that the next election in 2019, in parliament and presidential, will divide country on conventional or not conventional political systems. I think that young politicians now, which are now much more powerful and understand much more issues, and they are much more popular and understand what's going on inside, in the key moment, it will be dispersed in all country, and we will find out the way how to protect our votes on the local regions, which is much more important than even campaign in our country. So I think the next political season will show that, first of all, most politicians, young politicians, will not go on the same lists. I'm not going to be, again, a member of parliament in list of Poroshenko. It is obvious. And I'm not agree to be again, you know, a problem maker in parliament. You know, I want to influence system. And the people like me, there are thousands. And the third answer for you, it will be, I think the real explosion of young generation Ukraine expects us not in 2019, but in 2020, on local election. Thousands of people, because of decentralization, are ready to take responsibility. Kyiv doesn't see them. And those people doesn't have those, you know, this loud voice to scream. But they will come on the local level. And in 2024, for me, this is my horizon of planning for our generation, is this 5-7 years, you will see that. We will have totally different political elite in our country. Okay. Vielen Dank. Mein Planungshorizont jetzt sind die nächsten 5 Minuten. Deswegen würde ich tatsächlich gerne pünktlich in die Pause gehen, aber will noch 2 Fragen zulassen. Einmal habe ich den Block da hinten eben vernachlässigt. Andrej Nowak sehe ich hier vorne und Sie hatten sich ziemlich früh gemeldet, bitte. Und entschuldige alle anderen, bitte, und wenden Sie sich an unsere Panelisten in der Pause, die ja immerhin eine halbe Stunde dauern wird, gleich. Bitte schön. My question is mainly to Arkady Ostrovsky, so I'll pose it in English. And thank you and the other panelists who've brought attention to the aggressive potential of the Kremlin and warning us on possible scenarios of escalation. What you described is similar to the Novorossiya idea that many had thought was buried by now. That means that that Russia still has potentially, so the Kremlin has the ambition to control all the Ukrainian littoral. And my question is, doesn't that mean that the Kremlin has given, wouldn't that mean that the Kremlin has given up damage control in terms of UN blue helmets in the Donbass, in terms of saving its trade in energy resources with the West? If it were to go for a big escalation, wouldn't it jeopardize the system and more or less choose a North Korean path of only propaganda and repression, and neglect the Holodilnik, the fridge? Thank you. Vielen Dank. Und die letzte Frage hier vorne. Hier, zweite Reihe hier vorne. Hier vorne auf der anderen Seite. Genau. Richard Buchner, Berlin. Ich möchte die Vorbemerkung machen. Putin hat seit 17 Jahren aufgerüstet.
in einer wirklich irrationalen Weise, außer er will Machtpolitik damit betreiben, auf Kosten der Ökonomie und auf Kosten der sozialen Lage der Bevölkerung. Das wurde ja kurz angesprochen. Meine Frage ist, als Putin die Krim annektiert hat, hat ein führender NATO-General gesagt, sinngemäß, wenn Putin will, kann er in 2 Tagen die Küste bis zur Krim besetzen. Das wurde damals sehr böse aufgenommen in westlichen Medien. Aber ich habe das so verstanden, dass es eine Warnung war an Russland, dieses genau nicht zu tun. Und genau das müsste vielleicht die NATO wiederum machen. Eine sehr deutliche Warnung, dass das in keiner Weise akzeptabel wäre, ein militärischer Vorstoß, um die Landbrücke zur Krim herzustellen. Gut, denn die kleine Brücke, die Sie da gebaut haben, ist militärisch natürlich völlig sinnlos, wenn es irgendwo, was niemand möchte, zu wirklich Krieg kommen würde, ist so eine Brücke natürlich in einer halben Stunde zerstört. Also, gut, was kann die NATO tun? Das ist die Frage. Ich glaube, das war jetzt schon eher ein Kommentar als eine Frage, weil die NATO-Strategie insgesamt, die werden wir jetzt nicht mehr unterbringen. Aber Herr Vaskovic, Sie waren etwas weniger repräsentiert, würde ich sagen, in dieser großen politischen Diskussion. Deswegen würde ich Sie noch mal fragen wollen, Wahlkampf im Osten der Ukraine, wie wird das aussehen unter den gegebenen Bedingungen im nächsten Jahr? Ja, also ich würde da anschließen, was Sie gesagt haben über die Zivilgesellschaft, eigentlich über wie entstehen neue politische Strukturen und die Partizipation der Gesellschaft am politischen Leben. Und ich glaube, das ist die Schlüsselfrage in der Ukraine. Was wir versuchen zum Beispiel in den zivilgesellschaftlichen Initiativen zu machen, ist den Leuten beizubringen, wie sie teilnehmen können am politischen Leben, gerade jetzt im Zusammenhang mit der Dezentralisierung. Und wir gehen gar nicht zunächst einmal auf die großen politischen Fragen ein. Wir sagen, was könnt ihr in eurer Gemeinde tun, damit die sozialen Dienstleistungen abgesichert sind, damit die Gelder, die für den Sozialhaushalt vorgesehen sind, nicht in dunkle Kanäle verschwinden, damit ihr lernt, wie der Haushaltsprozess stattfindet. Das ist das Wesentliche. Eine Gesellschaft, die weiß, wie es funktioniert, wird nicht zulassen, dass diese korrupten Schemata funktionieren können. Und hier ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe das in meiner Organisation gesehen. Wenn ich sage, geht hin in die Stadträte, wo die Haushalte verabschiedet werden, schaut euch an, wie der Prozess funktioniert, sagen sie, ja, das ist alles ein abgekartetes Spiel. Es ist gar nicht abgekartet. Sie wissen nur nicht, wie man diesen Prozess verfolgt, wie man teilnimmt an diesem Prozess und darauf achtet, dass die Gelder in die richtigen Kanäle fließen. Also erstens, zivilgesellschaftliches Engagement. Wir reden immer darüber, aber es bedarf einer Aktion. Das heißt, man muss mit den Leuten arbeiten, Bildung in diesen Bereich bringen, eigentlich politische Bildung. Das hat 2 Komponenten. Wie funktionieren lokale Administrationen und wie nimmt man daran teil? Und zweitens, wie funktioniert der Staat und wie kann man ihn verstehen und wie kann man an ihm teilnehmen? Das große Problem in der Ukraine ist, dass wir ganz neue Wege gehen müssen, weil, wie Nayem gesagt hat, die großen Parteien werden wir kaum beeinflussen können als Zivilgesellschaft. Und neue Parteien zu gründen ist sehr schwierig, ohne das Kapital, das dafür notwendig wäre. Das heißt, es müssen neue Ansätze gefunden werden. Und ich glaube, der erste Schritt dazu ist politische Bildung und Bildung überhaupt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das greift auch nochmal auf, was ich als Resultat der kürzlich stattgefunden habenden Kiewer Gespräche vor allen Dingen mitgenommen habe, nämlich wer sich auf Demokratisierung der Ukraine in den nächsten Jahren konzentrieren will, der sollte vor allen Dingen auf die Kommunalwahlen achten. Ja, die Hoffnungen in Bezug auf Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im nächsten Jahr sind sehr begrenzt. So wie Mustafa es zum Ausdruck gebracht hat, entscheidend für politische Erneuerung werden wahrscheinlich vor allen Dingen die Kommunalwahlen in 2020 werden. Auf die Frage nach der inneren Entwicklung Russlands nochmal, die von da drüben kam, Arkadi. Thank you. I don't think that the Novorossiya, whatever you want to call it, a branded, I don't think any plans have been laid to rest. And I don't think that for Putin this story is over at all. I think he is waiting for a moment and he is getting closer to it when he will be able to come out, as he did in Syria, say, look what you've done. Look at all the mess you've created. Now we have to go and clean it up.
Putin uses Putin's system, and I think we have to differentiate increasingly, and this is one of the weaknesses of our policy, that we still equate Russia and the Kremlin, the Russian society, which is much more complex, in many ways much more liberal, which has been taken sort of hostage, and the Kremlin. As far as the Kremlin is concerned, the story is not over in Ukraine. I don't think it will be militarily. I don't think that Putin still, and I would still argue, Putin doesn't have a mandate for body bags coming back home. It will not be fought militarily. We know that Putin is very good at using weaknesses that are on the ground. Unfortunately, exactly for the reasons that and Mustafa was saying, those weaknesses have been growing rather than decreasing in Ukraine. So it will be, and in terms of the hard power, so he will be exploiting whatever there is going there. It will be fought through proxies, through discontent in some of the regions in the east, in the west of Ukraine. There'll be a whole, you know, this is not a regime that is held back by any ideological beliefs, other than, again, survival. In terms of the military, pay attention to what is happening to the fighters who were fighting in Donbas. What's happening in Central African Republic with the private armies, Wagner. Putin operates, you know, the man called Prigozhin, who who owns this paratrooper, but effectively military guys, who's now attending Security Council meetings and sitting on the same at the same table as Shoigu, the defense minister. So there is an infrastructure, there is a military infrastructure which is not state infrastructure, which is below and operates below the state radar, below the radar of war, and we're seeing them being trained, operated, paid for in places like Central African Republic, Libya, etc. So this is a significant force. It can be deployed. It has not been disbanded, and this is the element of the hybrid. Military hybrid stuff that is totally still usable and can still guarantee you plausible or implausible deniability. Vielen Dank. Last comment, short comment on Russia, Mustafa. You know, we always, when we remember about what happened in our country 5 years ago and what we some days hearing from European countries and European states, this is not optimistic issue, but we're saying that looking for Europe, we eventually found what is Ukraine. Because hoping for assistance and for help and for support outside, someday we understood that we are alone in many senses, unfortunately. And it doesn't mean that we are not grateful for those people who are helping us, for those countries who support us. But we understand that in decisive moment, everything was solved by Ukrainian soldier who stayed on front line in Mariupol, Severodonetsk, or in Avdiivka. That's the only one reason why all head of states has right and courage to speak loud to Mr. Putin. The only why, one reason. I don't want even imagine what could happen if our soldiers wouldn't do that. And why we did it? Because we didn't have option. So now for our generation, for us, it is obvious to understand the other truth, is that everything which is going on in Ukraine, which can happen in Belarus or in other states, first of all, happened in Russia. We was tolerant toward Russia all these years when they violate human rights inside Russia. Violates all rights against opposition, violates against Georgia, violates against Chechnya, against all these minorities in Russia. And we were tolerant. We handshaked with Putin and others all these years. And now we are infected by this virus of ambiguity, which were expanded outside Russia. Even now, just imagine that tomorrow, even now we are sitting that you're reading on the news line that, for example, Belarus was annexed. What reaction can we expect from our partners? Concerns? That's it.
So the only one way for us is just now. First of all, we should kill this virus of ambiguity. Our generation should be loud and say and strict these red lines. We should come back to those red lines. If Prigozhin is on United Nations Council, what is that? It's just, I cannot imagine that. So our reason and our... Russian Security Council. Even that, you know, it's okay. Yes. But United Nations, they have much more ambiguity, guys. But what they propose us, for example, the same things what they propose us, for example, that the head of this self-announced state republics, the terrorist, can be re-elected in Ukrainian parliament. So they want to infect all of us with this ambiguity. We should stop it, and we should come back, and our generation should say that, look, if we will not be strong ourselves, all our states, no one will help us. And the strength is also about stressing the red lines always. What we are doing now, announcing martial law. Thank you. Thank you, Mustafa. Thank you. Ich habe in meinem politischen Leben eine ähnliche Situation erlebt, die uns als Westen den Spiegel vorgehalten hat, und das war der Zerfall Jugoslawiens, Kroatien und Bosnien. Auch da haben wir es schlichtweg nicht wahrhaben wollen. Und das, was eben angesprochen wurde, ein NATO-Schiff vor Odessa, das hilfreich sein könnte, dieses NATO-Schiff hatte es vor der jugoslawischen Küste gegeben, vor Dubrovnik, bevor es beschossen wurde. Es musste umkehren, weil der Westen nicht bereit war, diesen Realitäten ins Auge zu sehen, mit denen wir konfrontiert waren. Und es musste erst bis Srebrenica kommen, bis man nicht mehr ein Kriegstreiber war, wenn man forderte, dass wir die Verpflichtung haben, Menschen zu schützen und uns an die Seite derjenigen zu stellen, die Bürgerrechte und Freiheiten wollen. Jetzt kommt zum Glück das zum Vorschein, die wir Debatte bei uns haben, nämlich können wir und trauen wir uns solche Begriffe wie Abschreckung zu benutzen? Oder ist es ein No-No für Sozialdemokraten, Grüne, Friedensfreunde, freundliche, verhandlungswillige, freie Demokraten, diejenigen, die Bundeskanzler werden wollen? Es gibt etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen, nämlich der Frage, ob unsere Vorstellung, die wir in den 80er Jahren entwickeln können, dass alles immer verhandelbar ist und dass Militär sowohl in der Vorbereitung als auch im Einsatz immer von Übel ist, ob dieser Grundsatz gilt, ob er vor allen Dingen moralisch der Höherwertige ist. Ist es moralisch der Höherwertige gewesen, zuzuschauen, bis Srebrenica passiert hat? Und ist es moralisch das Höherwertige, die Ukraine, die absehbar nicht in Ruhe gelassen werden wird von Putin, weiterhin ganz klar zu sagen, aus unserem Umfeld ist vollkommen klar, dass wir ihnen nicht entschieden zur Seite stehen werden. Jawohl, solche unappetitlichen Begriffe wie Abschreckung gehören sogar in das Vokabular von denen, die Responsibility to Protect, Menschenrechte, Schutz von Demokratie und von Staaten, die in die Freiheit gehen wollen, die das wirklich und ernsthaft zu ihrer Sache machen. Aber da sind wir eine gesellschaftliche Minderheit. Schön, dass Sie aufgestanden sind, weil das zeigt endlich, was für eine Diskussion es in unserer Gesellschaft gibt. Und die gibt es bis tief hinein in die CDU. Das sind nicht nur die Grünen. Und deswegen hat Angela Merkel jetzt auch zu Azov nichts mehr gesagt. Schönen Dank. Gut. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses ausgesprochen engagierte Panel. Wie viel 5 Jahre Maidan mit uns hier zu tun haben, wird auch das nächste Panel diskutieren. Ich glaube, das ist schon auf diesem Panel sehr deutlich geworden. Und auch
Obwohl wir gesagt haben, wir diskutieren, was jetzt gerade passiert ist in den letzten 3 Tagen, ist, glaube ich, sehr, sehr vieles deutlich geworden in Bezug auf die letzten 5 Jahre auch. Allen ganz herzlichen Dank. 20 Minuten Gelegenheit zum informellen Vertiefung draußen bei ein paar Getränken. Und wir machen hier um 6:55 weiter mit der nächsten Runde. Herzlichen Dank.